Ich wollte bei Okami mich mal. Also, ich hab's da auch schon mal auf 100% durchgehabt. Aber wollte ich halt wieder machen, auf der Switch auch. Und dann habe ich gedacht. Dann hab ich mich so geärgert, dass ich das verpasst habe, dass ich vercheckt habe, eine Sache. Dann hatte ich irgendwie auch keine Lust mehr, großartig weiterzuspielen im Moment. Aber es ist halt wirklich auch, also für Zelda-Fans, auch ein sehr schönes Action-Adventure. Das Ding ist halt mit diesem Zeichen, ne? Mit diesem Zeichnen, man hat ja diesen göttlichen Pinsel. Also man spielt ja eigentlich einen Wolf, der wiederum eigentlich eine Göttin ist. Die hat aber halt die Möglichkeit, die Zeit anzuhalten, und dann kannst du mit einem Pinsel Sachen auf dem Bildschirm malen, und dadurch setzt du halt besondere Fähigkeiten und Zauber ein. Das ist halt mit einem Joy-Con. Also ich fand's früher auf der Wii, habe ich gedacht, boah, voll geil. Ging auch eigentlich ganz gut. Aber wie bei allen auf der Wii denkst du erst, ey, geil, und mehr später denkst du dann, naja, okay. Könnte doch noch besser sein. Und auf der Switch habe ich es dann vor allem im Handheld-Modus gespielt. Und dann kannst du halt auf dem Touchscreen malen. Und das ist halt richtig gut. Das funktioniert auch richtig geil. Ja, du bist ein Wolf, ja. Okami Amaterasu, die Inkarnation der höchsten Göttin im Shinto, der Sonnengöttin Amaterasu. Und die Story ist auch echt, die entwickelt sich wirklich richtig fein. Ich habe sogar auch den Nachfolger auf dem DS gespielt, Okami Den. Den nur einmal, den könnte ich vielleicht noch einmal spielen. Aber wie viele Schlüssel brauchen wir denn hier noch? Ich dachte, wir wären fast durch. Ah, jo, der Billardtisch. Aha. Erst die 1. Bam. Dann die 2. Ah. Oh ja. Oh ja. War die 3 drin? Ja. Oh. Doch immer schneller. Eigentlich stellt man sich mit Goemon irgendwo in die Ecke, wenn man kein Geld braucht, und schießt ihn einfach alle weg. Ich bin da gerade ein bisschen zu geizig für. 5. Wenigstens, sobald man die getroffen hat, gehen die auf jeden Fall in irgendein Loch. Wie blöd der Winkel sein mag. Ach, come on! Bei 6, 7 und die 8. Nice. Nee. Aber Kitsune kommt auch drin vor im Spiel. Eigentlich auch so gut wie alles, was irgendwie in Japan an Märchen und so existiert. Und auch da, also vor allem diese Tusche-Grafik finde ich halt, diesen Tusche-Grafik-Stil, sieht ja alles aus wie so mit einem Tuschepinsel gezeichnet. Und auch da stellenweise der Soundtrack, vor allem es gibt halt so, ich glaube, 5 oder 6 im ganzen Spiel sogenannte göttliche Interventionen, wo man ein Gebiet, also du kommst in ein neues Gebiet, das ist am Anfang erstmal irgendwie so verflucht. Und dann musst du halt was machen, und dann wird er halt in einer sehr schönen Kamerafahrt das ganze Gebiet von diesem schwarzen Nebel befreit und alles blüht wieder und so. Gerade diese Szenen finde ich so geil gemacht.
Also muss man auf jeden Fall mal gucken. Wie gesagt, ich glaube, Switch HD-Version gibt es für. Schätzungsweise 30 Euro. Vielleicht vertue ich mich auch, das ist auch ein Vollpreistitel. Ich habe keine Ahnung. Ansonsten auf jeden Fall mal auf den Sale gucken. Ich weiß gar nicht, auch für PlayStation. Auch gibt, weil es gab, es ist ja auf jeden Fall auf der PlayStation 2 das Original rausgekommen. Was? PlayStation 2 oder? Doch, ich glaube 2 noch, ne? Alter, dann ist es auf jeden Fall schon. Oh Gott, ich bin alt. Und ich finde auch gerade durch den Stil, der Stil ist halt eigentlich zeitlos, deswegen kann man es heute auch noch immer gut spielen. Gerade in der HD-Version ist nochmal alles ein bisschen höher aufgelöst, das sieht da echt immer gut aus. Naja. Meinst du, Damanio's Weak Point uses a Wind-Up Kamera? Damanio, heißt die so vielleicht? Jetzt wieder Konzentration nach diesem Exkurs. Auch ein Titel. Ne, der ist von Capcom, ne? War der. Von Capcom und Monolith. Ich wollte gerade sagen Konami, aber. Nee. Daro Manyu, der Surrender Robot. Der nie aufgebende. Der aufgebende Roboter? Geil, dass die Kamera reicht, wenn man die einmal benutzt hat. Komm. Ich glaube, ich kann immer nur einmal zuhören. Aber irgendwie finde ich auch die Beruhigung von dem halt irgendwie auch was Sympathisches, ey. Die Bewegung. Beruhigung. Fräulein. Vorsichtig. So viel sind wir auch wieder nicht auseinander. Auch dieser Kampf ist, wenn man einmal weiß, wie eigentlich ziemlich einfach runterspielbar. Aber hier finde ich auch die Musik halt auch wieder einen geilen Drive. Ne? Es tut mir leid, wenn ich so oft die Musik abfeuere, aber ich kann ja nicht. Ach, als ob ich da drin stand. Und da geht er down. Das kommt immer noch nach dem Impact-Kampf, ne? Oho. Wir erinnern uns, wir haben nach dem ersten Boss einen Mond bekommen. Das ist richtig. Oh. Was haben wir erhalten? Ich hab. Scheiße. Ja, irgendwas Sonnen oder Blume? Was war denn jetzt? Holen. Huhuhu, du hast mich besiegt. Ich wollte euch Jungs doch nur eine Lektion in Pfirsichbergtanz geben. Boah. Gute Frage, Mitch. Wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen,
30. Wir haben jetzt zwei Schlösser von 5 Schlössern, wobei die letzten drei aber auch deutlich umfangreicher sind. Dazwischen ist auch noch einiges, also ja, ich würde sagen so ein Drittel. Vielleicht mehr, vielleicht weniger. Ich kann es gerade echt schlecht abschätzen. Mal ich jetzt schon verbaselt habe, was hier. Ja, also ich habe mal so geguckt, ne? Playlists auf YouTube oder so gehen teilweise 15 Stunden oder so. Oder ein Longplay auch. Speedrun natürlich deutlich weniger, aber ich glaube, Speedrun braucht 3 Stunden. Aber ich habe ja auch. Ich lasse mir ja gerne ein bisschen Zeit. Ich quatsch gerne mit allen Leuten. Und zeige ja auch gerne so alle Aspekte von dem Spiel. Ne? Oha. Mysteriöser Mann. Ha, 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 ha. Pollen. Dein Plan hat wohl nicht funktioniert, nicht wahr? Wer bist du denn jetzt? Aha. Ich bin der Anführer der Pfirsichberg-Shoguns. Beim frischen Frühlingswind werde ich lebendig. Lala. Diese schöne Vision erscheint vor meinen Augen. Lala. Ja, ich bin, weißt du, ich bin der eine, den sie, Frühlingswind, tänzelnd nennen. Ich gehe aber dazu über, dann doch wieder Englisch, den Englischen, also dancing zu nennen, einfach. Spring Breeze dancing. Was eine Einleitung. Hey du, was ist mit deinem Gesicht, Dancing? Oder wie auch immer. Was versteckst du da hinter deinen... Also was hast du vor? Was... Ne? Was ich hinter meinen... Augenbrauen versteckt habe? Das ist mal würdig zu besetzen. Oder, ach nee, Quatsch, Augenbrauen, was ist mich doof, Sleeves, was ich hinter meinen Schultern habe, Ärmel, ne? Nee, Sleeves sind ja hier, Longsleeve, Ärmel, eigentlich. Stimmt, ich hab mich, war völlig bescheuert. Aber ich meine, Augenbrauen heißt auch so ähnlich. Egal. Du meinst so etwas wie meine, Achselhüllen? Wir reden nicht über solche Ärmel. Ganz schön scharf geschossen, Antonio. Du hast mich erwischt bei meinem Witz. Antonio? Wer ist Antonio? Der Danson sucht dir einen Namen aus, wenn es sich danach fühlt. Einen Namen, der deine Person in seinen Augen gut beschreibt. Das geht doch nicht. Cologne, wir sind fertig hier. Wir müssen unseren nächsten Plan weiterplanen. Komm schnell nach Hause. Ja, Sir. Auf Wiedersehen erstmal, Fernandes. Wir sollen uns wieder. Wir werden uns nochmal treffen. Warte eine Minute. Wer ist Fernandes? Er hat dich angeschaut, weil er das gesagt hat. Erinnert euch. Ich werde euch nicht nochmal in unserem Weg laufen lassen. Achso, nee, ich werde euch nicht... Ihr werdet unserem großen Bühnenplan nicht in die Quere kommen. So. Was für ein Gorilla-Steak-Plan war das? Das ist nicht, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, es ist großer Bühnenplan.
Ist auch egal. Kommt nicht in die Shogoku-Region. Egal, was ihr tut. Oh nö, er verschwindet auch, indem er sich um sich selbst dreht. Ja, aber zuerst... Ja, wir müssen uns erstmal jetzt auf die Shogoku-Region konzentrieren. Ich möchte sehr gerne speichern. Ja, alles ins Abenteuer-Tagebuch eintragen, bitte. Danke. Nice. Ba-di-da-da-da-da. Ob wir jetzt wirklich Kinder befreit haben, wissen wir auch nicht, ne? Also wir haben zumindest keine großartig gefunden. Vielleicht sind die ja trotzdem wieder aufgetaucht jetzt. I don't know, Sir. Können wir nicht abkürzen, wenn wir hier unten lang gehen? Ah, Brand, Mann, Brand. Oh. Bin zu klein, um mich anzufucken. Komm wieder groß. Ah, ich hab die... Oh, die scheiß Kamera ausgewählt. Da haben wir vorhin gar nicht geguckt, was hier hinten noch ist. Ach ja, die heißen Quellen. Natürlich. Hm. Wir trinken! Ich wollte sagen, hoffentlich kann ich mich wieder groß machen, sonst hätten wir jetzt ein Problem. So. Wer ist des Japanischen mächtig? Jetzt versteht man sowas wie heiße Quellen von Dogo. Oder... Keep quiet and calm down oder was, ne? Keep cool and calm down. Warum? Wenn das jemand auf YouTube kann, dann bitte in die Kommentare schreiben, das würde mich sehr interessieren. Haha! Haha, gedodged. Aber wenn ich nicht bald groß werde, wird. Ja. Verpiss dich! Das war klar, dass das passiert. Das Ding ist, man muss leider stillstehen, damit die Verwandlung funktioniert. Ach, warte mal, wir müssen ja wieder die Brücke betrete ich nie wieder. Könnt ihr voll kriegen, ja. So, noch eine halbe Stunde. Sarah, wie ist das? Startst du pünktlich? Schicke ich Leute direkt rüber. Ist dein Essen eigentlich inzwischen fertig? Auch eine richtige Frage. Ah, oh, die Musik hat sich verändert. Hey, es ist alles deutlich fröhlicher. Lass mein Erscheinungsbild dich nicht verwirren. Ich war der erste Volkstanz-Champion. Arf. Warum sage ich denn jetzt sowas nicht Wichtiges? Arf. Uritaro ist wieder da! Wir können endlich wieder ein Paar beim... ein Tanzpaar in der Tanznacht sein. Und die ganze Nacht tanzen so. Ich wurde gezwungen, jeden Tag mit diesem komischen, verrückten Tanz von den
anzuschauen. Egal, ob ich wach war oder schlafen war, es war immer dieser Violotanz, dieser verrückte Tanz, dieser Idiotentanz. Es macht mich wahnsinnig! Utao. Mein Vater war letztes Jahr der Volktanz-Champion. Okay, Moment, nochmal langsam. Achso, mein Vater nahm letztes Jahr an den Volkstanz-Wettbewerb teil. Dort hat er so versucht zu tanzen wie GKL Maxen. Aber es sah mehr aus wie irgend so ein alter Regentanz. GKL Maxen also. Auch überall neue Kinder. Ich kenne die wahre Identität des blauen Drachen. Die wahre Identität? Jeder, der die Antwort weiß, kann sie auf ein Blatt Papier schreiben und sie zu mir schicken. Die ersten 10 Leute, die es machen, werden Drachensouvenirs von mir selber bekommen. Mann und Chat. Ist soweit. Seitdem ich von der Flake Gang geschnappt wurde, fühle ich den Tänzer in mir viel größer als zuvor. Wow! Ich bin gleich auch echt, ey. Einfach hören Brei kaputt. Oh. Sobald ich zurückkam, musste ich schon direkt wieder auf der Farm helfen. Da gefiel mir noch lieber, diesen verrückten Tanz mit diesen verrückten Leuten zu tanzen. Ja, dann guten Appetit, Mitchell. Das freut mich, dass die Pizza gut schmeckt. Auch noch was essen. Würde wahrscheinlich auf Döner oder sowas rauslaufen. Also, ich wundere mich ja, ob alle Drachen diesen Achu-Schrei machen. So wie ein berühmter Kung-Fu-Star das in den Filmen macht. Ich weiß nicht, welcher berühmte Kung-Fu-Star Achuma. Die Kinder sind wieder zurück. Das ist großartig. Oh Mann. Was? Oh, die Belohnung für Kinderrettung? Ah, ja, okay. Also, pass auf. Ich gebe dir einen großen Kuss. Wow. Ich bin endlich wieder zurück. Aber dieser verrückte Mann hat irgendwas über die Shogoku-Region gesagt und über ihren nächsten großen Plan to stay put. Entschuldigung. Nun sind die Kinder in der Shogoku-Region in Schwierigkeiten. Okay, die sagt kaum was anderes. Nur, dass sie sich von so Mist wie ihre Schönheit nicht abhalten kann und weiter arbeiten muss. Ja, ja, ja. Wenn wir uns alle anstrengen, können wir das Dorf wieder aufbauen und doch noch die Tanzmeisterschaften abhalten. Wir müssen alle auf das Fest vorbereiten. Uns wurde ein komischer Tanz gezeigt. Eine Art Volkstanz mit vielen, vielen, vielen hippen Bewegungen.
Ah, nun kann ich mich wieder entspannen und mein normales tägliches Leben beginnen. Wir sollten auf jeden Fall ein Dorftreffen abhalten, um das Dorf wieder aufzubauen. Ich mache ein paar Drachenbrötchen für das, Naja, wenn du schon tanzen musst, dann tanz doch wenigstens den Volkstanz. Wenn dieser Platz hier, Herkules-Goliath-Käfer heißen würde, hieße dann der Volkstanz hier wäre der Herkules-Goliath-Käfer-Volkstanz? Ja, du. Also das habe ich von den Kindern gehört, aber es scheint noch ein anderes Schloss zu geben von den Flakes in der Shukoku-Region. Auf! Ja, meine Freunde sind zurück und wir können wieder zusammen spielen! Anscheinend wurde der Drache von bösen Jungs kontrolliert. Ich würde an meiner Stelle den Drachen ja gerne kontrollieren, um meine Pflanzen zu sehen. Die Kinder sind zurück und das Dorf ist wieder normal. Das ist alles, weil ihr Kompira-Berg besucht habt. Und wir nennen uns Kompira, nicht Campari. Damit hätten wir die Runde durchs Dorf erledigt. So, wo ist denn jetzt das Tor, was uns nach Shogoko bringt? Haben da wirklich die Kinder rumgespielt? Deswegen tust du das nicht? Ist das da unten? Hier ist nur Rundweg. Lauf gerade im Kreis, ne? Gut. Komm hier nie wieder raus. Okay, warte, hier geht's auf jeden Fall irgendwo hin. Aber hier geht's zum Campari-Stall, ne? Da wollen wir nicht hin. Ich bin zu weit weg. Entschuldigung. Wir können den Plasma mal fragen, aber das sehe ich nicht ein. Rufe ich gleich nach. Dadurch. Nur eine Tosa dann, ne? Satzen. Hier haben wir alles. Ah jo, okay. Mea culpa, mea culpa.